Hallo und herzlich willkommen. Ja, wenn Sie 100.000 und 330 Euro zu viel haben, ja, dann können Sie sich dieses tolle Fahrzeug kaufen. Gibt es auch ein bisschen günstiger, aber wir wollen euch mal vielleicht nicht gerade das schlechteste ausgestattete Fahrzeug zeigen oder das mit am wenigsten, sondern der hat ein bisschen was, ist aber noch nicht voll voll. Da geht noch viel mehr. Ja, da geht noch einiges. Grundpreis sind 76, und der ist eigentlich, also auch von Motoren und Sonderausstattung, ist dann noch einiges noch an Luft nach oben. So, Tobi, grüß dich. Hi, servus. Ja, wir sind hier in Kaiserslautern, das liegt in Rheinland-Pfalz, ganz in der Nähe vom Saarland. Ihr habt da wahrscheinlich den einen oder anderen Saarländer hier als Kunden. Ja, doch, das stimmt. Ja, also das ist ja jetzt wirklich nur ein Katzensprung in Anführungsstrichen. Das geht relativ schnell. Ein wunderschönes Autohaus, das heißt, so manche Niederlassung wünschte sich, sie hätte schon das neue CI, ihr habt's. Genau, wir haben es. Ja, wir sind Anfang 2019 hier eingezogen und alles nach BMW CI-Standard aufgebaut. Ja, es hätte kaum größer sein können. Also man kann sagen, eigentlich, dass die internationale Automobilausstellung, ich sag mal, findet hier statt, weil das könnte auch der Messestand von BMW sein, oder? Könnte auch der Messestand von BMW sein. Ich glaube, wir haben sogar fast die gleiche Fläche wie auf einem IAA-Stand, wobei da ja immer verschiedene Stände auch nochmal Ja. präsentiert werden. Ich zeige mal gerade, dass BMW mittlerweile eine internationale Marke ist, das sieht man. Es gibt das Wort das nicht mehr oder der, es gibt nur noch the. Und das kam wann mit the? Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich bin ja noch in dem Zeitalter groß geworden, wo das schon fast normal war mit dieser Internationalisierung. Also es ist nicht T, sondern es heißt der oder der, die das. Gibt ja im Englischen nur einen für alle Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Und das ist the 2 und The Two Series, ja, the also Two Series. genau, ja. Weltweite Marke. Das heißt, ihr habt sogar mittlerweile Produktionsstandorte nicht nur in Regensburg und in München, sondern genau. ihr baut weltweit sogar in China? Nee, in Mexiko, gell? Mexiko, in Amerika, in Südafrika, da haben wir Ja. verschiedene Produktionsstandorte, ja. China ist gar nicht so weit hergeholt, weil ich habe gehört, dass zum Beispiel Mercedes-Benz mittlerweile Werke aufbaut in China. Ja. Das heißt, das Ganze dezentral, man kann dann viel, viel besser bauen und die Qualität lokal überwachen und so weiter. Dieser hier, das ist eine ganz irre Geschichte, muss man auch sagen, von dem Modell hier. Der wird nicht in Deutschland gebaut, der kommt tatsächlich per Schiff hierher. Genau, der kommt per Schiff aus Amerika. Der wird in Spartanburg gebaut. Was? In wo? Im Werk Spartanburg. Spartan. Spartanburg, ja, Spartanburg. Spartanburg. Genau, auch wieder die Nein, Internationalisierung. nein, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich sag mal, das sind Namen, da sieht man so ein kleines bisschen auch so die deutsche Herkunft. Ich selber bin ja Halbamerikaner, das Okay. heißt, viele Deutsche sind ja auch in Amerika gelandet. Ja. Und das ist schon, ich sag mal, eine Marke, da sind ganz viele stolz drauf. Auch die da arbeiten, ich habe mal einen Bericht gesehen, die lieben das Werk, die lieben den Arbeitgeber. Das ist eine ganz tolle Marke in Amerika, oder? Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch eher dann, sag ich mal, der größere SUV, der auch in Amerika total beliebt ist. Also man kennt es ja, die Amerikaner fahren am liebsten groß, viel Hubraum, und dementsprechend ist es auch ein bisschen verwandt, dass man dann da noch ein Werk dann dementsprechend mitgebaut hat. Ja, in Amerika geht das übrigens noch viel größer. Das ist, wenn man das will, geht das. Aber es passiert was ganz Wunderbares. Auch in Amerika werden Fahrzeuge kleiner, aber nicht zu klein, muss ich sagen. Also die haben so ein bisschen Angst beim Kleinwagen, so auf dem Highway. Wenn da mal was passiert, bin ich da genauso geschützt gegenüber den Monstern, die da teilweise rumfahren. Wenn so ein Truck kommt, der dann 7 Meter lang ist, wiegt allein schon 3 Tonnen, dann klar, dann bist du mit deinem, ich Könnte sag mal, unangenehm werden, ja. mit deinem kleinen Hyundai 1 Tonne. Aber ihr habt ja auch Kleinwagen mittlerweile. Ja, wir haben auch Kleinwagen, klar. Also beginnend ab dem 1er BMW, das ist unser kleinstes Modell, bis hin zum X5, aber auch jetzt schon eine Nummer größer, den X7, den wir jetzt auch auf dem Markt noch mit anbieten. Aber es ist nicht der größte. Also das ist ein großer Länge von dem. Länge ist knapp 5 Meter, 4,98 Meter. Also lang wie mein VW-Bus. Das kommt So, ungefähr hin, ich glaube ungefähr 1 zu hin. 1, ja. 1 zu 1. Aber ich sag mal so, das ist ja jetzt schon ein ziemliches Gerät. Habt ihr den als Hybrid? Ja. Haben wir auch als Hybrid, genau, das ist dann der xDrive 45e, in dem Fall jetzt der 40D, aber den haben wir auch einmal als Hybrid-Variante mit in der Palette, ja. BMW Laser, drück mal auf deine Fernbedienung bitte, dann passiert glaube ich was. Oder auch nicht. Doch, es passiert was. BMW Laser, also eine neue Lichttechnik, die eingebaut ist, die unglaublich weit reicht, bei der ich auch immer das Fernlicht anlassen kann, wenn ich will, oder? Genau, ja. Also bei dem Laserlicht ist eben immer der Fernlichtassistent mit dabei, der adaptive Fernlichtassistent. Das heißt, der wird partiell immer ausgeblendet, was eben nicht geblendet werden darf. Und das funktioniert? Ja. Ja, 1A.
Ja, das heißt, ich kann immer Fernlicht anmachen. Ist hochinteressant. Es gibt so Videos übrigens von Heller oder irgendeinem Hersteller, der zeigt mal, wie das genau funktioniert, wie das ausgespart wird vom Lichtkegel, sodass der Entgegenkommende wird nicht geblendet. Du hast aber volle Lotte Sicht, oder? Genau, also wenn jetzt der Gegenverkehr naht, erkennt das Fahrzeug das adaptiv und blendet dann die linke Fahrzeughälfte im Prinzip dann den linken Scheinwerfer ab. Und der rechte Scheinwerfer bleibt dann partiell eben noch immer auf dem ganz normalen Fernlicht, sodass der Gegenverkehr nicht geblendet wird, aber wir trotzdem 1A-Sicht haben. So, das ist jetzt Serienbremse, ist rot, die kommt aber vom BMW, oder? Das ist eine M-Sport-Bremse, ist aber nicht Serie, also das wäre jetzt eine Sonderausstattung, den Bremssattel in rot zu nehmen. Normalerweise kann man den noch zwischen schwarz und serienmäßig ist es bei BMW eigentlich blau. Blau, ja. Okay. Das heißt, der blaue, der schwarze und der rote ist der gleiche und die haben nur eine andere Farbe? Genau, ja, das ist eine reine Optik, genau. Nee, ist nicht wahr, oder? Doch, doch. Boah, ey. Ich hab gedacht, da wird so eine Brembo aus der Formel 1 drin dann. Nee, ist nicht. So rein optisch. Die ist ja winzig. Da habt ihr gespart, oder? Ja, das reicht. Passt. Ist ja hinten, muss man auch sagen. Genau, das heißt, die hintere Bremse. Ist ein bisschen größer, genau. Aber das reicht eigentlich völlig aus. Ich sag mal, die Bremslast liegt hauptsächlich vorne, wenn ich bremse. Genau, ja. Ich fahre rückwärts. Ja, wenn man rückwärts fährt und bremst, ist natürlich was anderes, aber rückwärts fahren ist ja auch nicht so viel Power, die man dann dementsprechend zum Stehen bringen muss. So, ihr habt nicht die billigste Serienbereifung gewählt, die es gibt. Ihr habt einen Pirelli P-Zero geholt. Genau, haben wir es. Der Reifen, der kostet ein paar Euro. Genau, ja, so ein Komplettradsatz ist dann doch schon in einem höheren Preissegment anzusiedeln, wobei ich mir auch immer wieder sage, wenn ich mir so ein Fahrzeug leiste, dann weiß ich, was so ein Radsatz kostet und bin also da auch jetzt eher nicht abgeschreckt, wenn ich die Preise höre. Also ich habe ja auf meinem VW-Bus, den teuersten Winterreifen der Welt gewählt, okay, weil er leise ist. Das heißt, du kannst bis zu 5, 6, 7 dB sind die Winterreifen lauter und der Grip ist der Hammer. Also du fährst, also ich fahre jetzt auch ein Pirelli, muss ich dazu sagen, war nicht ganz billig, aber die Reifen sind einfach saugeil. Also du merkst das richtig. Also man merkt das einfach generell, das ist ja ein Stück weit auch ein Sicherheitsthema. Also ich will jetzt keinen No-Name-Reifen drauf machen und irgendwelche Fremdfabrikatsfelgen. Ist ja auch wahrscheinlich irgendwann mal in gewissen Gefilden auch noch eine Gewährleistungsgarantiegeschichte. Ist da eine Reifenbindung auf den Autos? Nee, das jetzt nicht. Also es ist keine Reifenbindung drauf. Reifen darf ich drauf machen, was ich will. Nur muss ich halt auch einfach wissen, dass jetzt... Also es müssen aber die sein, die im Fahrzeugschein stehen, oder? Ja, der muss halt schon eingetragen sein. Ja, ja, genau. Also da darf jetzt... Weiß nicht wie bei Porsche, dass das jetzt irgendwie irgendwie so ein Kürzel drin sein muss im Reifen, speziell für den? Nee, das jetzt nicht. Also man kann im Prinzip jede Bereifung wählen, die man möchte, nur eben Qualitätsmerkmale oder Qualitätsunterschiede wird man merken, definitiv. Ist so. Ja, ihr habt Servicepakete. Da kann man den kompletten Service inklusive Reifen sogar kaufen, fix und fertig, oder? Genau, also es gibt das Servicepaket, dann einmal Service inklusive Plus und das Wartung- und Reparaturpaket. Und bei Geschäftskunden kann man sogar einmal Full Leasing machen, dass man sogar die Reifen inklusive Einlagerung alles mit in der Rate mit drin hat. So, mach mal hinten auf, da ist eine Besonderheit, habe ich noch nie gesehen. Der hat jetzt tatsächlich auch den Komfortzugang. Genau. Ja, kick mal. Genau, wir haben einfach einmal hier die Möglichkeit. So. Funktioniert, du hast nicht richtig gekickt, denn das ist so geil. Also da merkt man, die Amerikaner, das könntest du gar nicht verkaufen, wenn es nicht hättest in Amerika. Ja, genau, das ist die Verwandtschaft zu den Amerikanern, die zweigeteilte Heckklappe, die auch dann dementsprechend, so wie eben bei dem Komfortzugang auch immer. Bei jedem Pickup ist das so, denn die Amerikaner sind nämlich, also ich weiß, ich bin ein Halbamerikaner, so in Kansas City. Da, ich sag mal, gucken die zwar die Spiele, aber die sind schon Stunden vorher auf dem Parkplatz und grillen da. Das kennst du? Ja, das kenne ich, ja. Ja, ich schaue auch ganz gern Football, war auch schon bei einem Spiel dabei, live auch. Und da ist es ja so, dass die sich gefühlt auch schon am Abend vorher treffen, ein riesen Barbecue machen, eine riesen Feierei machen. Und da setzen die sich halt gern einfach mal irgendwo auf ihre Heckklappe drauf. Was wiegen wir denn heute, Tobi? Was ich heute wiege? Ja. Kann man das rausschneiden? Nee, sag mal. Ich glaube 94. Echt? Ja, ja. Das sieht man aber nicht. Das sind die Oberschenkel. Oberschenkel. So, wenn ich mal draufsetze, mal gucken, ob es abbricht. Nee, da ist alles gut. So, mal vielleicht ein klein bisschen wackelst. Es ist immer noch dran. Ja. Okay, also das ist jetzt nicht natürlich, um da jetzt eine Tonne drauf zu lasten, aber das ist schon belastbar. Da kann man, ich sag mal, was einladen. Man kann auch zur Not mal für kurze Fahrten das hinten auflassen, ein Fähnchen dran machen. Das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall, genau. Also das ist wirklich, also es ist auch ein praktischer Hintergrund. Es ist jetzt nicht nur einfach nur, dass sich Leute draufsetzen können. Es hat auch so seinen Sinn und Zweck, eben, dass man nochmal... Ich wollte dir nur mal zeigen, dass es nicht gleich abbricht. Ja, alles gut. Weil es sieht so aus Kunststoff aus, aber das ist schon ein bisschen belastbar. Ja. Hängt natürlich hier auch ein Stück weit hier an diesen Gasdämpfern, die dran sind, die elektrisch sind. Ja.
Aber ich sag mal, hier keine Spielchen. Das ist wahrscheinlich zertifiziert, was ich hier belasten darf. So, wahrscheinlich werden die jetzt bei BMW schon schreien, weil was habt ihr hier gemacht? Sind nur 30 Kilo oder so? Nee, das sind schon, also ich müsste auch mal wirklich in den technischen Daten lesen, bis wie viel man hier belasten darf. Aber also ich mit meinen 94 Kilo, da habe ich gar keine Probleme. Und ich glaube, das ist bis zu, ich würde jetzt lügen, wenn ich irgendeine Zahl sage, aber da braucht man sich keine Gedanken machen. Also egal, wer da sich hinten drauf sitzt, ich glaube, so viel Kilo kann man gar nicht generieren. Da müsste man sich zu dritt oder zu viert draufsetzen. So, jetzt darf man ja in Amerika nicht, aber viele machen es ja mit auch Kindern hinten fahren. Gibt es den auch mit 7 Plätzen? Ja, den gibt es auch noch mit einer dritten Sitzreihe. Super. Mach mal auf, was hier drin? Hier unten ist jetzt nicht wie bei anderen Modellen. Sie haben mal so ein bisschen Ladefläche noch mit drin. Da war früher immer das Ersatzrad. War immer ein bisschen, da war das Ersatzrad mit drin. Gasdruckdämpfer, guck mal. Genau. Also wir haben hier einiges, hier haben wir auch dieses Gepäckraumtrennnetz, was noch separat zu installieren geht. Hier haben wir die Möglichkeit, das sind die Radschraubensicherungen für Räderwechsel. Also da haben wir schon ein bisschen was auch schon verstaut, aber dadurch, dass man kein Ersatzrad in dem Fall mehr anbietet, weil ja die meisten diese Runflat-Reifen haben, hat man noch mal ein bisschen Ladefläche mit dabei. Das ist echt cool. Das heißt, also hier habe ich jetzt, was für ein Soundsystem ist hier drin? Das müsste das Harman Kardon sein. Also okay. Harman Kardon ist ein gutes Subwoofer drin? Genau, ja. Okay. Da gibt es nur noch eine Stufe, das Bau ist ein Wilkins, was ein Stück weit... Habe ich gestern gefilmt, uns X7. Im X7 dachte ich mir schon, genau. Ja. Die meisten X7, gerade bei den US-Ausfertigungen, haben dann das Bau ist ein Wilkins mit drin. Ja, was ziemlich cool ist, eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung. Wenn du es nochmal kurz hochfährst, die Unterklappe. Genau. Geil, es gibt. Du kannst auch nur die Untere hochfahren. Kann man separat machen. So, fahr mal unten raus. Da ist Nupsi, genau, kommt dann raus. Ein Knopf hinten, dann läuft die elektrisch raus. Einhaken? Nee, ja. Brauche ich auch nicht. Nee, das ist im Prinzip alles schon komplett fertig. Ne? Da haben wir dann hier den Stecker, den Anschluss und die ist auch wieder elektrisch einklappbar. So, das Coole ist, ich habe auch diesen kleine Öse drin für Holland, ja. Denn ich darf ja da gar nicht mehr rein ohne Öse. Ja, ist natürlich mit drin. Gibt's nicht. Ja, wollte gerade sagen, also wir haben ja auch in Holland haben wir auch ein Werk, aber das ist natürlich auch europaweit. Ohne Probleme kann man damit seinem Fahrzeug quer durch Europa oder auch weltweit reisen. So, mal gucken, ob ich dich jetzt krieg. Warte mal. Die Anhängelast von dem Auto. Ja, jetzt hast du mich. Ich müsste wirklich, das ist im Detail, müsste ich nachlesen. Okay, ich schreib's in die Dings rein. Genau. Du schickst mir das, ich schreib's in den Text mit rein. Genau. Aber der darf ein bisschen was ziehen, weil ja, der hat ja einen ordentlichen Motor, ein ordentliches Getriebe. Genau, ist ja auch immer motorenabhängig. Mein Allrad haben wir so oder so serienmäßig, aber auch motorenabhängig, wie viel man ran generell ziehen darf. Und beim X5 sind wir da schon in höheren Segmenten unterwegs. So, den gibt's nur als Schaltgetriebe, nehme ich an. Nee, den gibt's nur als Automatikgetriebe. Nochmal, den gibt's nur als Automatik. Ja, nur als Automatikgetriebe, gibt's keinen Handschalter mehr. Wie bei vielen Porsche-Modellen auch in der Anschlussklasse. Ist halt so, wir sprechen in Amerika, ich glaube, das wird niemand kaufen mit Schaltgetriebe, oder? Nee, absolut nicht. Also das ist ja auch wirklich der Trend und auch die Entwicklung dahingehend, dass eigentlich nur noch Automatikgetriebe verbaut werden. Das sieht man ja schon fast in den kleineren Fahrzeugklassen auch, dass da ab dem 2-Liter-Motor schon serienmäßig nur noch Automatikgetriebe zu bekommen. Du musst unbedingt den Sitz umlegen. Ist elektrisch das Umlegen? Haben wir hinten einmal die Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich für die rechte Seite auch. Ist das elektrisch? Das ist jetzt im Prinzip genau. Das wäre einmal elektrisch, also einmal dann einfach hier lösen, die Klappen um. Was man machen muss, wenn man so hochklappen möchte, dann wieder per Hand. Das habe ich gestern gesehen, ging vollautomatisch. Beim X7, ja. Ja, beim X7 ist vollautomatisch, hat hinten so eine Schaltfläche mit verbaut. Nee, aber das war ein X5. Ging auch, der hat sogar die, ach, der hatte die hintere Sitzreihe. Und die hintere Sitzreihe, da hat er sogar den vorderen Sitz nach vorne geschoben, elektrisch. Hinten genug Platz ist zum Umklappen, ja. Krass. Ja. Aber hier ist gar nicht so schlimm. Ich meine, da werden jetzt viele schreien und sagen, Mann, ein bisschen was will ich ja auch noch machen, ja. Ja, darf man gerne. So, zeig mal. Also das ist ganz easy. In dem Fall klar, Kopfstütze einfahren. Der Beifahrersitz mit dabei. Im Prinzip, wenn ich die jetzt komplett runter machen will, dann müsste ich entweder die Kopfstütze einfahren, nach unten klappen oder eben, was halt zu machen ist, ist eben noch manuell. Ja, setz dich mal rein. Echt? Du wiegst 93 Kilo? Ja. Weihnachten oder was? Weihnachten. Freundin. Ja. Frau, ja. Ja, super. Ja. Okay, also ich komme ja noch mal demnächst mit der Kamera. Ja, und bis dahin bin ich ein bisschen leichter. Egal, ich habe dich trotzdem gern. Ja, also es ist so. So, auch hier hinten Platz satt. Also ich habe das Audio-Soundsystem an vielen Punkten verbaut. Ich habe beim X7, da war es sogar im Himmel drin, genau. Bei den großen. Auch, also bei dem jetzt hier nicht. Aber auch ab dem X6, X7 hat man auch teilweise schon Boxen oben im Dachhimmel verbaut. So cool. Mach mal vorne nochmal zurück. Dass wir mal sehen, wie die Sitzbank komplett aussieht. Dann komme ich auf die andere Seite, dass ich... So, du spielst jetzt mal der kleine Tobi.
der Tobi ist heute mal 12 Jahre alt. Okay. Und hast natürlich, achso, hier sind nicht die USB mit drin. Die kann man bestellen? Genau, man kann auch die TV-Funktion Plus hier mitbestellen, dass man hinten Fernseher, also quasi eine Vorrichtung für Fernseher drin hat. Hier, der hat jetzt keine, Tablet, der hat jetzt in dem Fall nur so eine kleine Ablage hier mit drin. Da fehlt es an Sonderausstattung. Aber ich zeige euch mal was. Das ist schon mal eine Klimaautomatik, da kann ich auch hinten regeln getrennt. Genau, Klimaautomatik 4-Zonen-Regelung ist das dann. Vorne Fahrer, Beifahrer, hinten nochmal separat zweimal zu regeln. Da hat auch die Sitzheizung hinten mit dabei, wie man hier sieht. Das auch hinten habe ich den gleichen Komfort wie vorne. Genau, wenn ich mal eine weite Fahrt habe und meine Kinder mit dabei sind, dass sie auch schön warm haben und nicht quengeln. Und eine 12-Volt-Buchse unten, das heißt, ich brauche nur einen USB-C-Adapter reinmachen, zweimal, kann ich mir kaufen bei Amazon, wo auch immer. Genau. Steck ihn rein und dann kann der Junge hinten Switch spielen. Machen, was er will, ja. Gibt es auch eine Ablage wie im Flugzeug? Gibt es das? Bestellbar? Bestellbar wahrscheinlich schon, über Sonderausstattung, genau. Hier in dem Fall haben wir jetzt halt wirklich nur diese Tasche. Die aber ziemlich cool ist. Mach die mal auf. Sehen kann. Also die kann viel und die ist super robust, aber es kommt ja noch viel besser. Bruder und Schwester kennst du, die sich schon mal zanken, da kann man denn die Chinese Wall dazwischen machen, genau. In Form einer Armablage. Genau. So, dann sind die schon mal so ein bisschen getrennt und notfalls ein bisschen Sperrholz einfach die Wand hochbauen. Genau. Die haben wir einfach dann im Prinzip einmal normalerweise so machen. Die Durchreiche. Genau, die Durchreiche. Und da kann man hier, wenn man weiß, die zanken sich zu arg, kann man hier ein bisschen was dazwischen laden. Dann kommt der Sohn in den Kofferraum. Und schon ist Ruhe, ja. So, nee, das darf man ja nicht. So, ich nehme es zurück. So, kann man auch diesen Sitz nach hinten machen ein bisschen? Den hier, der sollte normalerweise auch. Kann sein, dass man vielleicht die Position dann von dem. Kurz aussteigen nochmal. Ist normalerweise, nee, in dem Fall haben wir hier unten normalerweise, schau mal kurz bei dir. Ja, ich guck mal. Was soll ich gucken? Ob da einmal die. Ein Schläufchen ist? Ja. Nee, oder, ist nichts. Gut, dann hat der jetzt in dem Fall das nicht. Man kann normalerweise per Sonderausstattung auch die Frontsitze quasi. Ja, gut, man muss sagen, der kostet ja auch nur 100.000 Euro. Genau, also, ja. Ja. Da darf man das ja nicht haben. Also hier oben, ich kann den so voll machen, da liege ich schon mal, ich sag mal, 150 geht, wenn ich einen ordentlichen Motor hole? Wenn ich den höchsten Motor hole und mache dann dementsprechend fast Volloption, ist man schon irgendwo in den 140, 150 Gefilden drin, ja. Okay, aber auch beim Leasing trotzdem bezahlbar, ist machbar. Das heißt, da liege ich dann so um die 1200 oder was? Ja, normalerweise, wir reden ja immer vom Leasingfaktor, so um die 1% ist schon eine gute Sache, gerade in den höheren Klassen. Das heißt also, es kann auch schon mal, je nachdem, wie viele Kilometer man fährt, das kommt ja auch noch mit dazu, kann man da schon auch 1400, 1500 Euro haben, ja. Brutto allerdings dann. Brutto dann, ja. Okay, genau. Super. Ja, guck mal hier hoch. Steig mal ein hier. Das nenne ich ja mal ein Panoramadach. Das heißt also, das wenn Sie ja... Das Sky-Lounge, genau. Wenn Sie ja nichts können, die Amerikaner, ja, aber Panoramadach bauen. Ich bin halb, ich darf mal ein klein wenig lästern im Amerikaner. Mein Papa ist ja Amerikaner, ja. Deswegen darf ich das sagen. Aber das ist ja mein... Also ich glaube, ihr habt viel gelernt von den Amerikanern, was so... Ja. Ich sag mal, wo früher vielleicht die BMW-Leute gar nicht dran gedacht haben, das hier ist ja jetzt richtig ein Lebensraum. Die Amerikaner fahren ja mal nicht nur, ich sag mal, 4-5 Stunden, die fahren ja teilweise um 2-3 Tage und übernachten. Ja, genau. Also hier ist Fahrkomfort, der Komfort im Innenraum, das Wohlfühlen ist hier ganz groß geschrieben. Über die Ledersitze, was viel, viel Luxus und Komfortables mit sich bringt, ist halt die Skylounge hier oben echt extrem, ist überragend. Gerade jetzt, wenn du... Ich sag mal, jetzt so Wetter hast, die Sonne steht tief, ist immer dunkel. Ja. Weiß ich wollte mich schon von der Brücke stürzen irgendwann mal, ja, weil einfach, du wirst einfach depressiv, weil der Tageslicht fehlt dir und alles drum und dran. Aber du kannst halt hier tagsüber, wenn es mal so diesig ist, du kennst das, Dezember, diesig, 4 Uhr, du meinst, es ist 23 Uhr im Sommer, ja? Das stimmt. Und dann machst du hier auf und hast du viel mehr Licht, oder? Genau, also man kann es ja auch, dementsprechend, da hat ja nochmal so eine Stoffplan, die man elektrisch vorschieben kann. Man kann einmal nur die nach hinten ziehen. Man kann einfach auch nur eine Kippfunktion reinmachen, aber sobald man sieht ja hier, da ist viel, viel Tageslichteinfall, wie du gerade gesagt hast, gerade wenn es ein bisschen am Dämmern ist, ist das eine extreme Erleichterung. Man fühlt sich einfach ganz, ganz anders, wenn da einfach mal ein bisschen was an Tageslicht noch mit reinkommt. Sag mal, wie ist denn die Nachfrage nach Hybrid? Das heißt, wir liegen ja jetzt hier bei Hybrid bei 0,5% Versteuerung. Da spielt, glaube ich, der Anschaffungspreis keine Rolle, oder? Kommt drauf an, das ist eine Dienstwagenversteuerung, was du gerade angesprochen hast. Genau. Im Gewerbebereich, natürlich ist das ein Thema mit der Versteuerung. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wie in dem Fall, ein 100.000 Euro Auto habe, versteuere ich effektiv nur die Hälfte davon. Das ist ein Thema. Im Gewerbebereich wird das immer mehr kommen oder ist jetzt auch schon wieder am Kommen und nimmt auch immer mehr zu.
Sehr schön. Also das heißt, das gilt hier auch bei 100.000. Ist nicht wie beim Vollelektrischen, dass ich eine Grenze habe bis 60 oder so. Nee, das ist bei den 0,5 nicht. Genau, bei der Versteuerung spielt das keine Rolle. Das hat früher oder damals, als es nochmal geändert wurde, jetzt kurzfristig bei der Bezuschussung, beim staatlichen Zuschuss eine Rolle gespielt, dass man ab einer gewissen Grenze ein Stück weit weniger bekommt. Prima. So, komm, wir steigen mal aus. So ein kleines Detail hier, eine Lüftung noch an der Seite. Wie beim ICE, also richtig, richtig cool. Leselampen sind übrigens mit drin, Fensterheber natürlich auch. Tobi, du musst dich mal daneben stellen. Jetzt bist du nicht mehr der kleine Tobi, jetzt bist du der große. Ich bin wieder der große, okay. So, 1 Meter und? 76. 76, also ich behaupte, das Auto ist 1,76 Meter groß. Wenn du die Schuhe ausziehst? Wenn ich die Schuhe ausziehe, na, es ist ein bisschen höher. Ein bisschen höher als 1,76. Ticken höher, 1,76. Also schon ein ausgewachsenes Auto. Ein ausgewachsenes Auto, genau. Dachreling gibt's? Dachreling gibt's auch, haben wir hier auch. Die gibt's einmal ins Aluminium satiniert oder halt jetzt wie in dem Fall beim M-Paket serienmäßig in Schwarz-Hochglanz. Aber Tobi, ja. Wie viele verschiedene Typen gibt's von BMW? Also wenn jetzt nur mal nicht, also Zweier das, Gran Turismo, ja. Dies und das und jenes, das sind doch schon 20, 30, 40, oder? Jetzt, du meinst die komplette Produktpalette? Ja. So. Wo ist das nicht krass? Du weißt fast alles. Man muss versuchen, alles zu wissen. Aber du kannst nicht alles wissen. Oder? Nee, man kann nicht alles wissen. Gerade so kleine Details mit Höhe, Länge, Breite lese ich immer auch, immer wieder in der Preisliste. Ganz gemein ist, Leute sind in YouTube, ja. Spezialisieren sich auf ein Produkt, gucken sich alle Videos an, wissen ja. Mehr wie du teilweise. Ja. Und da musst du noch bestehen, oder? Ja, genau, da muss man dann bestehen. Ich sage den Leuten immer, passen Sie auf, bei manchen Fragen ist man einfach raus, man kann sich nicht alles merken, man muss bloß wissen, wo es steht. Aber der Kunde weiß es, weil der hat das Video ja 34 Mal gesehen. Ja, hat es 34 Mal gesehen, aber ich habe auch oft schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute gedacht haben, sie wissen es und ich kann es dann doch belegen, dass es nicht so ist. Ah, sehr schön. Ja, steig mal ein. Ja, SUV heißt hoher Einstieg. Genau, in dem Fall ist jetzt ein typischer SUV, geht in die Großklasse rein als Gelände. Wagen ist ein wesentlich höherer Einstieg. Da hat es dann jemand wie ich mit 1,76 muss man schon ein bisschen hochgehen, aber wenn man dann mal drin sitzt. Ich könnte wie beim Wohnmobil so eine kleine Treppe. Ja, so eine Trittbrettstufe könnte man anbauen. Aber es geht ganz bequem. Das heißt, wenn du noch mal aussteigst gerade ja. Und jetzt mal wie so ältere Leute wie ich, die steigen mit dem Hinterteil ein. Ja? Wenn du das mal gerade machst. Einmal so. Ja, genau. Und sich dann reinfallen lässt. Siehst du, geht viel einfacher. Ja, geht einfacher. Bei mir geht es noch ganz normal. Ja, du bist ja noch jung, du bist 29, gell? 29, ja. 29. Ich bin ja schon 52, ich steige jetzt schon mit dem Hintern ein. Würde aber hier noch ganz normal gehen, denn ist das Thema hoher Einstieg, ich meine, das ist ja ein gutes Verkaufsargument, aber viele haben vielleicht einen Hüftschaden oder haben was am Knie oder was weiß ich oder sind überhaupt nicht mehr so gut beweglich, dann sehe ich auch die Straße besser, oder? Genau, also der hohe Einstieg, das hohe Sitzen hat jetzt nicht nur den Komfort, sondern auch einfach ein bisschen was an Sicherheitsgefühl. Man hat eine größere Übersicht, man fühlt sich einfach sicherer, weil extrem viel Knautschzone, wie man sie ja so schön sagt, auch nach vorne ist, weil die Fahrzeuge einfach dementsprechend auch eine große, lange Motorhaube mit sich bringen. Und, also ist auf jeden Fall länger als bei meinem VW-Bus. Ja, ich zeig's mal gerade, bleib mal drin. Denn das ist der Tobi und die Schnauze. Ich glaube, es gibt jetzt Kleinwagen, die sind ungefähr so lang wie die Schnauze. Ja, das ist so, könnte hinkommen. Aber ist in Amerika ein Riesenargument, das Thema Sicherheit. Ja. Da ist auch das Thema Größe gar kein Thema. Da haben sogar die LKWs vorne Haube, weil du keine Längenbeschränkung hast. Also hier ist ja 12 Meter Ende und so weiter und so fort. Parkplätze, geht das hier mit denen? Ja. 5 Meter, also. Ja, ich meine, wir haben ja, also, wenn man sich selbst nicht zutraut, normal zu parken, hat man ja auch den Parkassistenten, der alles vollautomatisch macht. Guckt euch das X7-Video an. Wir sind gestern rückwärts automatisch gefahren. Der kann das hier? Kann der auch. Je nach Sonderausstattung hat er auch mit drin. Da diese vollumfassenden Fahrassistenzpakete ist immer zu sehen, hier auch so ein bisschen an der Schaltfläche vom Multifunktionslenkrad. Sobald er diese Radar, also diese ACC, Active Cruise Control heißt, also Abstandsradar, dass er den Abstand alleine hält und die Geschwindigkeit hält, wenn das verbaut ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er auch alle Parkassistenten mit verbaut hat. Heißt, der kann nicht nur längs automatisch einparken und zwar vollautomatisch. Du musst noch nicht mal aufs Gas drücken. Der kann sogar quer einparken. Genau. Das haben wir gestern gemacht. Und er kann vollautomatisch, also angenommen, du fährst irgendwo rein, kannst nicht mehr rausfahren. Ja? Und da fährt er wirklich automatisch zurück? Ja, also er hat den Rückfahrassistenten mit drin. Der speichert die letzten 50 Meter, die man geradeaus fährt. Oder spooky, oder? Ja, für viele ist es spooky. Einige Kunden, die dieses Feature mit verbaut haben, haben dem auch am Anfang noch nicht so vertraut. Bei der Auslieferung habe ich es denen dann gezeigt und vorgeführt und seitdem sind die total hin und weg davon. Mhm. Also der fährt die letzten 50 Meter genau die gleiche Linie. Ich mache euch einen Link rein. Wir haben das gestern gemacht, ja, mit den Kollegen aus Amerika und aus der amerikanischen Abteilung. Ihr habt ja noch amerikanische Abteilung. Die haben auch ganz viele, ganz, ganz, ganz große, voll ausgestattete. Die sind dann immer voll. Ja.
Und ich komme mal auf die andere Seite, dass wir das sehen. Ist das hier, was kann das hier? Also hier ist im Prinzip letztendlich die Lichtregulierung. In der Regel hat man das immer auf automatisch, also automatische Lichtregulierung. Das heißt, das Fahrzeug erkennt, wenn er das Fahrlicht anmachen muss, das Fahrzeug macht das Licht wieder aus. Wenn er merkt, er braucht es nicht, wir haben die Nebelleuchten, die man separat einstellen kann. Genau, die gehen aber nicht automatisch, Nebel. Nee, die muss man separat dann wirklich manuell, also je nach Bedarf, wie die Sichtverhältnisse sind, auch dementsprechend einstellen. So, hier vorne habe ich dann vollautomatische. Ich glaube, du kannst in Amerika auch nichts anderes verkaufen. Also das muss immer automatisch sein. Genau, wir haben ja auch viele Kunden, die jetzt bei der US-Streitkraft irgendwie arbeiten, bleiben aber in Deutschland, werden hier in Rente gehen, die dann ein EU-Fahrzeug haben wollen. Das ist das Erste, was die ansprechen, elektrische Sitze. So, du darfst mal an den mechanischen Motorraumhaubenöffner ziehen. Der hat nämlich was Besonderes, den musst du zweimal ziehen, gell? Genau, immer zweimal ziehen. Einmal geht die Klappe nur leicht auf, beim zweiten Mal entriegelt die komplett. Und dann das heißt, du brauchst nichts mehr suchen? Nö, da muss man immer, gerade wenn es jetzt so Wetter ist wie jetzt gut heute, ist es schönes Wetter, aber normalerweise matsch, nass. Ja, und viele finden sie ja gar nicht. Und dann sucht man eine Ewigkeit und hat dann dreckige Finger, genau. Das hat man jetzt hier in dem Fall nicht. Das heißt, die geht jetzt direkt auf, aber während der Fahrt ist das gelockt, da kann ich nicht einfach... Während der Fahrt ist da schon ein Sicherheitsmechanismus drin, also man kann die Motorhaube nicht einfach dann öffnen. Ist auch schwierig, haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, beim Fahren da einmal nach unten zu greifen, machen die wenigsten. So, mach mal auf. Ja. Der Grill ist nicht beleuchtet hier, oder? Nee. Gibt es beim X6, genau. Der X6, das war das erste Modell, was wir jetzt bei BMW haben, wo im Prinzip... Habe ich auch ein Video, X7, beleuchteter Grill. Ja. Braucht man nicht, aber mein Gott, ist geil. Ich wollte gerade sagen, sieht schon relativ ansprechend aus, dann, wenn man dann abends, wenn es dunkel ist, eine beleuchtete Niere hat, ja. So, was heißt denn Twin Tower Turbo? Twin Power Turbo. Ja, also in dem Fall ist es so, dass der hat jetzt tatsächlich durch den Motor auch zwei Turbolader drin. Natürlich, ist ja klar. Wäre ein bisschen wenig, wenn wir da nur einen drin hätten. Der hat jetzt diese zwei Turbos mit verbaut und dementsprechend das Twin Power Turbo als Auszeichnung vorne drauf. So, ich brauche den Motorhaum eigentlich gar nicht mehr, weil ich habe da eh nichts mehr zu suchen. Das Einzige, was ich machen darf, ist, glaube ich, hier. Da kann ich das Wischwasser nachmachen. Genau. Selbst der Ölstand ist digital, gell? Genau, selbst der Ölstand ist digital. Das Fahrzeug überwacht es quasi. Und sobald er merkt, dass der Ölstand zu niedrig ist, zeigt er vorne im Bordcomputer an, Öl nachfüllen. Und er zeigt sogar an, wie viel Öl man nachfüllen sollte. Das kenne ich von zu Hause, diese Alufolie. Damit mache ich immer die Händchen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich schon Teil der Auspuffanlage, ne? Genau, ja, das fängt hier schon an. Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Dämpfer, beziehungsweise ein Schutz dann dementsprechend, falls da doch mal ein Leck drin sein sollte, dass das nicht durch den ganzen Motorraum auch läuft. So, da wo Plus ist, ist die Kappe ist extra ab. Denn, ich zeige mal was ganz Tolles, an jedem Auto, was er drin hat, hängt so ein Profi-Ladegerät dran, denn die Kunden spielen auch schon mal gerne, sollen sie ja auch hier, die sollen alles ausprobieren und da sind die Dinger ruckzuck leer, was man normal ja nicht macht. Also du bist ja nicht im Auto und bist da 8 Stunden am Tag und spielst damit rum. Ja. Ihr habt die immer am Ladegerät dran, die Autos sind immer vorführbereit. Genau, ein Mitarbeiter von uns, der prüft jeden Morgen, dass man auch die Ladegeräte dementsprechend als Batterielademöglichkeit an den Fahrzeugen dran haben, dass die auch an sind, weil wenn die einmal entladen sind, wird es schwierig, die wieder so zu hinzubiegen, dass die auch dann dementsprechend drin bleiben können. Meistens muss man dann direkt eine neue Batterie reinmachen. Kostenpunkt ist halt enorm hoch dann. Das ist sehr schädigend, wenn die tiefen entladen sind. Genau, wenn die tiefen entladen sind, dann ist da eigentlich nichts mehr zu machen. Da sollte man auch dann relativ schnell die Batterie wechseln. Muss nicht so sein, aber ist schnell passiert. Also ich kenne das, diese Bleigel oder wie es auch immer, AGM-Batterien, was auch immer da drin ist, tief entladen, habe ich gehört, auch bei Lithium nicht gut. Ja, ist einfach nicht gut. Sollte man tun, ist vermeiden. Und deshalb haben wir die in der Regel auch alle Lagerfahrzeuge von uns haben wir auch an der Batterie angeschlossen. Ja, ein schönes Detail habe ich auch nicht gewusst. Hier hat man Klappen mit drin in dem Kühlergrill. Das heißt, ihr könnt den zumachen und nur dann Luft zuführen, wenn der Motor wirklich die braucht. Genau, das ist machbar. Fliegen oder? Nee, auch hier wieder einfach letztendlich Effizienz und Verbrauchsminimierung. Das heißt, der Motor, der ist am Anfang ist er zu. Sobald der Motor kalt ist, ist diese Klappe zu. Der Grill ist zu, damit wir eben schnell auf Betriebstemperatur kommen. Und, das geht sauschnell. Also ich hab gestern, wir saßen drin, kalt, 2 Grad. Das Auto war kalt, war wirklich kalt. Ja. 90 Sekunden später war da warme Luft drauf. Ja, genau. Das ist auch so ein Thema, wie gesagt, das hat auch viel auch generell mit dem Verbrauch, mit Effizienz zu tun, auch im Innenraum Heizung. 90 Sekunden? Ja, ja, klar. Also wenn das zu ist, sobald der Motor, ich meine, der entwickelt ja eine Eigenhitze dann dementsprechend und sobald hier vorne die Klappe zu ist, kann da auch nicht viel ausweichen. Also bei meinem Bus, ich bringe jeden Morgen meinen Sohn zur Arbeit. Ja. Wenn ich zurückfahre, wird er warm. Wie weit ist das denn weg von dir zu Hause? 6 Minuten. Ja, okay. Nee, gut. Also das geht schon enorm schnell. Das ist auch wirklich der Grund und auch das Ziel davon, dass man diese eben die Öffnung und die Schließung dieser Sag ich mal was richtig Cooles. Ich glaube gar nicht, dass das stimmt, ja. Aber du willst nicht, was stimmt hier jetzt ziemlich, wie man der Fall sagt. Was sagt man zu veräppeln? Verscheißern. Verscheißern. Da steht A+ drauf und das ist ein reiner Benziner.
Das ist ein reiner Diesel. Das ist ein Dieselmotor. Reiner Diesel, genau. Und der hat A+. Der hat A+, genau. Da geht es ja wirklich um die CO2-Emissionen. Und die sind wirklich dementsprechend, der ist effizient. Und dementsprechend ist er auf A+ einzustufen, genau. So, und der hat 6 Liter, hat A+, CO2-Effizienz, ich gucke mal gerade, 157 Gramm. Das, ich sag mal, klar, man kann darüber streiten, aber es ist ja auch ein großes Auto, muss man dazu sagen. Und mit 6 Litern, ich meine, das ist undenkbar. Du bist ja jetzt noch jung, aber selbst du kannst dich noch an die Zeiten erinnern. Ich nehme an, ihr habt da ab und zu auch mal einen BMW hier, der ein bisschen älter ist, der in die Werkstatt kommt. Ja, der 6 Liter im Stand hatte die verbraucht. Ja, genau. Also das ist ja auch das, was BMW immer wieder gefühlt täglich am Entwickeln ist und am Werken ist, dass man eben, die Effizienz steht ganz oben. Deutschland ist eine Vielfahrernation, deshalb braucht man auch eben dementsprechend effiziente Fahrzeuge und wir wollen da halt immer versuchen, das am niedrigsten Minimum oder vom Niveau her so niedrig wie möglich zu halten. 6 Liter ist schwierig, muss man auch ehrlicherweise sagen, zu erreichen, aber das sind die Optimalbedingungen auf 100 Kilometer dementsprechend Verbrauch dann eben kombiniert angegeben worden. So, der ist jetzt schön ausgestattet für jemanden, der einen einigermaßen guten haben will, für 100. Der hat alles drin, was man braucht, also Anhängerkupplung, das Wichtigste an Fahrerassistenzsystemen, Sachen, die schön sind, hat er drin. Genau. M-Paket. M-Paket hat er auch, genau. Ja, hat er drin. Genau, dementsprechend auch die 21 Zoll M-Felgen, M-Sportbremse, das M-Paket hat er halt dann dementsprechend verbaut. Da hat dieses Laserlicht, was ein riesen Sicherheitsfaktor ist, da hat Fahrassistenten, da hat die Parkassistenz hat er komplett mit drin. Also der ist schon relativ gut ausgestattet, ja. Wie gesagt, nach oben hin immer wieder noch Luft, aber meines Erachtens nach das Wichtigste hat er auf jeden Fall mit dabei. Super, wenn du mal zumachst, Motor. Ja. Ihr bietet übrigens an, eine Teilfolierung mit Klarfolie zum Beispiel. Mhm. Genau, mach mal fest dazu. Das ist ein geiler Klang, oder? Ja. Gott sei Dank hält er das auch aus. Viele Kunden Gott sei Dank. Ja, wir haben Kunden, die haben echt Angst, da die Klappe zuzumachen. Die machen es dann relativ, die machen die dann einfach nur so ganz kurz zum Anschlag dann und geht's wollen, nicht richtig zu, ja. Wollen, dass wir die zumachen, ja, weil sie einfach ein bisschen. Jetzt geht's weiter. Du darfst mal diese Tür mal so richtig schön satt schließen. Ja. Mach mal. So, nochmal. Aber ich glaube, in Amerika, da machen die das auch mit Tür zumachen. Habt ihr Leute, die das schon mal den ganzen Tag machen bei jedem Auto? Ich hoffe nicht. Also bei uns hier drin haben wir noch keinen gehabt. Ist schön, schön satt, oder? Ja, genau, ist schön satt. Ich schaue jetzt gerade mal eine Sache nach. Ja. Ob der das Dämmpaket hat. Ja, die Soft-Close-Automatik-Türe. Hat er. Also das heißt, du musst gar nicht. Genau, man muss gar nicht. Man kann die auch einfach nur im Prinzip einmal hier anlehnen und dann zieht die sich automatisch bei und schließt. Die geht aber nicht kaputt, wenn wir es so gemacht haben wie eben. Nee. Ich sage nur jedem Kunden, der sich für einen X5 interessiert, denken Sie drüber nach, das mit reinzunehmen. Die Tür ist eben relativ schwer. Genau, nochmal bitte langsam zum Mitschreiben. Das heißt, du musst nur ein bisschen anlehnen. Genau, einfach im Prinzip, man muss sie gar nicht mehr zumachen, so langt schon. Ne? Also quasi, wenn man die Befürchtung hat, man hat die Tür natürlich zugemacht, hat man hier auch keine Angst mehr, keine Sorge, weil da zieht die sich automatisch bei. Sehr schön. Du steigst mal ein, ich komme auf die andere Seite. Dann zeigen wir mal das Wichtigste von allem. Des Amerikaners liebsten Gut, jetzt muss man sagen, das ist ja ein Amerika, in Amerika gebautes Fahrzeug, eigentlich ein Zwitter so ein kleines bisschen. Mhm. Das heißt, die amerikanischen Gene sind mit drin, ganz klar, sieht man auch. Und die deutschen Gene sind sowieso mit drin. Eigentlich eine tolle Sache. Das heißt, also ihr lernt in jedem Land so ein bisschen dazu. Jedes Land will ja was anderes haben. Aber kommt der denn gut an in Deutschland, der X5? Der X5 kommt sehr gut an, ja. Auch beim X7 war man auch ein bisschen skeptisch, auch der kommt extrem gut an. Und der X5 ist eigentlich das Steckenpferd, was BMW halt im SUV-Bereich immer vorangetrieben hat. Den gibt es ja eigentlich als Modell schon seit Anfang der 2000er. Und dementsprechend muss man auch schon sagen, wurde er stets weiterentwickelt. Und viele internationale Einflüsse kamen mit dazu, wie du eben auch gesagt hast. Und das ist eins der Lieblingsmodelle eigentlich für Leute, die sich in dem Preissegment im SUV-Bereich sehen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Hier sind die Swarovski-Diamanten gar nicht drin. Ja, die habe ich gestern gesehen bei den amerikanischen Kollegen. Der hatte die Swarovskis drin und zwar fast überall. Ja, das ist diese Clarity-Wahlhebel nennt er sich. Das ist im Prinzip gecraftetes Glas. In dem Fall haben Hast du schon gesehen? Ja, klar. Haben wir auch schon gehabt. Ich glaube jetzt zurzeit haben wir keinen hier bei uns in der Ausstellungshalle. Es sei denn, unser X7-Vorführwagen hat die, aber der hier hat sie jetzt nicht. Ist das viel teurer?
Es kommt immer drauf an. Teuer ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, das ist ein hochwertiges, so ein hochwertiger Rohstoff, der da dementsprechend verarbeitet wird. Ist ja nicht einfach nur Plastik oder Kunststoff. Swarovski ist es, glaube ich, ja. Es ist eine riesen Glasapplikation, die dann dementsprechend angepasst wird und geschliffen wird. Und für das muss man sagen, ist es auch wieder, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist es eigentlich preiswert. Preis? Was ist da auch was? Ungefähr 800 Euro. Aber ihr müsst das gucken. Also es ist wirklich, wer also ein bisschen auf Bling Bling steht und sagt, Mensch, das Ding kostet 100, da kommt es auf die 800 Euro auch nicht mehr an. Außerdem gibt es eh keinen Neuwagen für 800 Euro. Nicht, dass Leute kommen, gibt es ein ganzes Auto für. Ja, nee, gibt es nicht. Also zumindest keins in Deutschland. Und wer das haben will, guckt euch das Video an. Ich werde es auch nochmal verlinken vom X7. Da haben wir das gezeigt. Auch im X5 hatten wir es drin. Also der wäre für deutsche Verhältnisse, ist der schon relativ voll hier, oder? Ja, für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall. Gerade hier vorne wieder die temperierten Getränkehalter. Der hat die? Ja, der hat die mit drin. Also, warm und kalt. Warm und kalt, genau. Wenn man hier vorne mal ein eiskaltes Wasser drin hat und will das kalt lassen, dann kann man das kühlen lassen hier über diese Heiz- und Kühlstränge. Oder wenn man einen Kaffee eben mit drin hat, eine längere Fahrt vor sich hat, muss man den auch nicht innerhalb von 5 Minuten schlürfen, weil er dann zu kalt wird, sondern man kann die schön beheizbar auch warm halten. Ja, das Schönste ist natürlich, wo du noch gar nicht dran gedacht hast, wie viele Kinder hast du? Null. Null. So, das heißt, du könntest hier die Babyflächen reinstellen aus der Kühlbox. Ja. Könntest du erst kühlen und dann, wenn du sagst, Baby schreit, dann kannst du auch warm machen. Oder warm machen, genau. Hast du mal probiert? Geht das schnell? Es geht relativ schnell. Also ich bin, vor kurzem bin ich in Richtung Berlin gefahren und hat auch den X7 dabei. Was? Nochmal, du bist in Richtung Berlin gefahren, hast ja mal einen X7 geholt. Ja. Warum? Auslieferung. Ah! Das heißt, war Arbeit. Genau, es war eigentlich Arbeit. Es war kein reines Vergnügen, keine Freizeit. Ich habe einem Kunden den X7 zugestellt, den er bei uns geholt hat. Aber es gibt Schlimmeres, oder? Gibt Schlimmeres, ja. Und da hatte ich auch morgens meinen Kaffee drin von der Tanke und bin bestimmt 200 Kilometer weit gefahren und habe den eigentlich vergessen. Ja. Und in einem normalen Fahrzeug ohne diese Temperierung hätte ich ihn komplett einfach dann bei der nächsten Rast. Und in Berlin war er denn, da war er dann verdunstet. Bis dahin war er leer, Gott sei Dank, weil ich noch trinken konnte, weil nach 200 Kilometern immer noch die Wärme dann da war. Und der war auch nicht warm? Ja, ja. Also das ist jetzt nicht krachend heiß wie aus einem Kaffee, aus der Kaffeemaschine, aber er war noch genießbar. Da können wir auch eine 5-Minuten-Terrine, ich weiß nicht, ob die kennst, da. Dieses, Wasser aufgießen und dann. Ja, ist Kartoffelpüree mit Zwiebeln, ja, habe ich immer. Genau. Also kochen sollte man wahrscheinlich nicht drin, ist auch nicht machbar. Da geht es wirklich um die Getränke. Und aber das ist warm und kalt ist schon krass, oder? Das ist eine tolle Erfindung. Ja, definitiv. Denn ich sag mal, ich brauche keine riesen Kühlbox, wo die ich sowieso nie nutze, muss ich sagen. Genau. Und kann die Sachen reinmachen und fertig. Ja, schön. Das Coole ist, ihr habt alle Autos freigeschaltet. Die Kollegen aus der amerikanischen Abteilung hatten zwar Vorführwagen, aber die im Werk, die waren alle noch in Werksauslieferung. Okay. Da siehst du nichts auf dem Display, beziehungsweise auf dem Fahrerdisplay, aber wir können alles mal schön zeigen. Genau. Multifunktionslenkrad haben wir eben schon gezeigt, ist mit drin. Genau. Ja, das haben wir drin. Der hat adaptiven Tempomat. Genau, da hat dieses ACC, diese Active Cruise Control, auf Deutsch aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go-Funktion. Ich nenne es lieber ACC, ist kürzer. Bis zum Stand. Genau, zwischen 0 bis 210 km/h radarbasierend. Also Beispiel, ich bin im Stau, der würde das Stauende erkennen, würde automatisch bremsen bis auf 0, würde automatisch wieder anfahren. Ja. Wann würde er denn stoppen? Was muss ich tun, damit er es nicht mehr macht? Also zum Beispiel auf die Kupplung gibt es ja nicht. Ach so, im Endeffekt, also entweder per Knopfdruck kann man es ausstellen oder auf die Bremse gehen. Auf die Bremse gehen. Also wie man es kennt vom Deaktivierung, Resume geht auch, ich sehe gerade, ihr habt einen Resume-Club. Genau. Was kann der? Erklär mich auch. Also wenn ich jetzt, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt diese Fahrassistenten aktiviert habe, kann ich über Resume im Prinzip das Ganze ausstellen oder eben dann, ich sag mal, jetzt habe ich jetzt 180 eingestellt auf dem Tempomat, kann ich auch wieder, indem ich hier auf Resume drücke, automatisch die 180 wieder aufnehmen. Also quasi die Voreinstellung wieder zurück. Also wenn ich auf die Bremse trete, ist er deaktiviert. Genau. Also ich nehme auf die Bremse zum Deaktivieren, kurz mal antippen. Genau. Sollte man eh machen. Also mal prüfen alle 3 Minuten. Genau. So, dann Limiter, finde ich eine ganz tolle Funktion. Hat der auch diese Kennzeichennummer, dass der nach Kennzeichen fahren kann? Genau, das hat er auch. Erklär das bitte. Ja, also im Endeffekt ist es letztendlich eine kamerabasierte Fahrassistenz. Das heißt, das Fahrzeug erkennt anhand der Kamera, die hier oben verbaut ist, die filmt nach vorne und erkennt jetzt die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich sage jetzt mal 70. 70, genau. Ich fahre jetzt hier auf die Umgehungsstraße 100, komme in den 70er-Bereich, kann dann, wie ich es möchte, einstellen, entweder automatisch, dass er das automatisch erkennt und dann automatisch die 70 übernimmt. Aber der fährt automatisch dann runter. Kann man so der, einstellen. Der erkennt auch die Stadt
und sagt zum Beispiel, ich fahre jetzt Rhein-Kaiserslautern, da ist 50, ja. Das weiß er ja, da steht jetzt kein Schild, da ist das gelbe Ding. Ja. So, und dann würde er reduzieren automatisch auf 50. Das heißt, ich kann eigentlich nicht zu schnell fahren. Man kann eigentlich nicht zu schnell fahren, der hat ja auch das Head-Up-Display mit verbaut. Also im Prinzip hat man alles, was einem davor schützt, geblitzt zu werden. Kann ich auch sagen, plus 10? Kann man auch machen, ja. Geht? Ja. Man kann hier vorne im Bordcomputer einstellen, dass er die Geschwindigkeitsanpassung einhält, plus 10 km zum Beispiel. Also ich kann 10 zu schnell fahren immer, sodass der Ticket nicht zu schlimm wird. Ja, dass es nicht zu schlimm wird oder vielleicht sogar gar nicht erkannt wird. Das ist ja so eine Grauzone. So plus 5 oder so, ja. Also gut, ich fahre ja LKW, die fahren ja alle 87, du weißt warum. Ja. Das wird noch toleriert. Genau, ja, man kann das alles wirklich separat einstellen, wie man es möchte. So, ja, ich bin ganz stolz auf dich. Denn dass du jetzt das alles weißt, ist klar, weil du bist voll in deinem Element. Der X5 ist auch ein bisschen Brot und Butter für euch. Ja, definitiv. Ist halt auch ein Fahrzeug, was dann in der Preisklasse halt auch ganz anderen Ertrag für ein Autohaus bedeutet. Für mich persönlich ist der X5 mein absolutes Lieblingsfahrzeug. Ja. So, man muss ja auch sagen, ihr seid ein Privatunternehmen, ihr seid eines der größten in Deutschland als BMW-Händler und mit Fug und Recht kann man behaupten, ihr seid ein toller Laden, denn ihr seid echt saufreundlich. Also, nee, ohne Witz, ich bin reingekommen, klar, das tun alle, aber ihr habt so eine Herzlichkeit. Ist das so eine Pfälzer-Sache, dass die alle so, ich sag mal, jetzt nicht zum Lachen in den Keller gehen? Wir sind generell ein bisschen offener, glaube ich. Ja, ich Karneval hier, oder? Ja, haben wir auch, jetzt natürlich im Moment nicht, wobei ich gar kein Karnevalstyp bin. Ich bin generell ein offener Mensch, ich mag es mit Menschen zu reden. Du magst den Job, oder? Auf jeden Fall, ja. Das merkt man. So ein bisschen Scherzen bin ich auch immer für aufgelegt, aber auch die Kollegen in Frankfurt, auch in anderen Standorten, kann man eigentlich nur loben, weil da steht auch, also für mich persönlich steht immer der Kunde im Vordergrund und egal was da ist, man versucht ihm zu helfen, ob jetzt hier im Verkauf, im Teilevertrieb, vorne bei den Mädels an der Serviceannahme, also mir sind auch es gibt einen Herrn Euler hier in der Gruppe, also es gibt jemanden, der auch so heißt, Euler? Also der ehemalige Geschäftsführer ist der Herr Euler, aber ist bei uns Euler selbst. Und jetzt ganz oben der Chef, der heißt wie? Das ist der Herr von Rekum. Der Herr von Rekum. Ja, genau. So, Tobi, Nachname? Deal. Tobi Deal, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, es gab kein Skript, wo du sagst, was du über das Autohaus denkst. Ja, nein. Ich sag mal, du bist wirklich, du magst hier die Mitarbeiter, die Atmosphäre, alles passt. Es passt alles, also ich verstehe mich mit jedem, es gibt niemanden, den ich meiden möchte und das ist so ein bisschen mein Credo immer gewesen, dass wenn ich mich irgendwo nicht mehr zu 100% wohlfühle. Ist hier die Tür immer offen? Für Anliegen, wenn du mal einen Wunsch hast, Verbesserungsvorschläge, was man vielleicht anders machen könnte, dass jemand, der dir zuhört. Ja, definitiv. Also wir haben ja auch ständig irgendwelche Sitzungen, Besprechungen, auch Abteilungen übergreifend, wo man halt einfach Verbesserungsvorschläge anbringen kann und die werden wir so auch immer versuchen umzusetzen, wenn die natürlich dann auch dementsprechend ihren Sinn und Zweck erfüllen. Ja, mach mal an. Ja. So, wir haben noch 4% Akku, wir haben echt so viel geredet. Das war meine Schuld, nicht deine. Alles gut. So, auch hier elektrische Verstellung des Lenkrades. Genau. Gut, in Amerika Serie. Text ist aber amerikanisch, auf Deutsch kann ich nicht umstellen. Hier vorne drin ist alles auf Deutsch. Ja, war Spaß. Also, obwohl er in Amerika gebaut wird, das Auto ist so, als käme es aus einer deutschen Fabrik für einen Deutschen. Genau, ja. Also der hat dann dementsprechend alles, was für EU-Spezifikation notwendig ist, auch dementsprechend verbaut. So, wenn hier irgendwas flimmert übrigens, es flimmert nicht, das ist die Kamera, dafür kann ich nichts. Also eins der geilsten Displays überhaupt. Es ist matt, es spiegelt null. Ja. Also auch wenn ihr jetzt so ein kleines bisschen spiegelt, das liegt jetzt daran, dass die Position, wo ich gerade gucke, ja, die ist auch so, die Sonne scheint volle Lotte hinten rein, ja. Aber es ist so matt, dass du alles super lesen kannst, oder? Definitiv, ja. Also was ich halt auch bei BMW immer toll fand, und das ist auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, der Bereich hier vorne mit dem Display, die Mittelkonsole, das Cockpit ist so ein bisschen zum Fahrer geneigt, was halt einfach so auch das Ganze so ein bisschen rüberbringen soll, dass das hier einfach das Reich des Fahrers ist. Mhm. Man kann alles perfekt lesen, es ist hochauflösend, eine Black-Panel-Technologie vorne mit drin, das ist jetzt auch diese ganz neue Ansicht, die wir vorhin angesprochen haben, das heißt, das ist dieses Business-Paket Professional mit der voll digitalen Ansicht, ja. So, der hat jetzt hier einmal Fingerkreisen drin, Gestik. Ja, hat er. Na, leiser, schnell, leiser, geh mal. Was hast du gerade gemacht? Zeig das mal. Das ist im Prinzip die Gestiksteuerung. Also man kann hier im Prinzip mit Handbewegungen die Radiosender ändern. Man kann lauter, leiser stellen. Man kann, wenn es zu laut ist, auch direkt mit einer Bewegung, kann man dann im Prinzip genau mute machen, so wie hier. Da gibt es so verschiedene Anweisungen, die man eben mit seiner Hand... Aber das ist jetzt kein... Du willst mich jetzt nicht hier verkacken, sondern du gehst hin, holst die Hand und machst Star Wars, oder? Genau, also man kann, wie gesagt, mit... dieser Bewegung kann man die Radiosender steht ändern. Steht auch hier immer, gell? Genau. Also was man macht, hier kommt jetzt gerade nochmal
die Bewegung dieses lauter-leiser. Es kann sein, dass es jetzt schlecht geht, weil ich glaube, da ist oben eine Kamera, die guckt, was du machst, gell? Genau, da ist eine Kamera, die sieht einfach im Prinzip die Bewegungen, die man hier vorne macht. Wie gesagt, es gibt Leute, die sind sehr, sehr aktiv mit der Hand am Reden. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Aber in Amerika läuft das wie Bolle. Also ja, das ist wirklich, das System ist ein echtes Argument in Amerika. Ja. Es funktioniert, die Leute lernen das schnell. Gibt einmal, weil ich war in der amerikanischen Abteilung gestern, die konnten das alle auswendig. Du kannst aber auch vieles hier bedienen, gell? Das heißt, du hast eine gute Schulung bekommen hier? Ja, also ist jetzt gerade ein halbes Jahr her, da haben wir, hab ich meine Prüfung beendet. Da haben wir alles im Detail durchgesprochen. Mhm. Meine Frau steht total da drauf, das hätte ich nie gedacht. Vorname von deiner Frau? Die Verena. Die Verena, ja. Verena, du stehst auf die Gestensteuerung. Absolut, ja. Finde ich super. Ja, du hast auch einen tollen Mann, muss ich sagen, der das wirklich nett erklärt. Ja, Klimaautomatik natürlich mit drin. Komm, wir gehen ganz schnell durch. Hier sind die Tasten drin, da kann ich alles drauflegen. Vom, ich sag mal, Navigationsziel, Kurzwahl, also nicht nur Radiosender. Nicht nur Radiosender, alles, wie gesagt, Telefonnummern, alles drum und dran kann man hier vorne dann abspeichern. So, Automatikgetriebe hat er, wie viele Gänge hat er? Der hat 8. 8 Gänge. So, 8 Gang Automatik, aber kein Doppel, das ist Wandler, oder? Das ist ein Wandler, genau. Genau, Wandlerautomatik, das heißt, kann richtig ziehen, hat Drehmoment, also gut gemacht. So, iDrive ist mit drin. All das bitte in 7er Video gucken, wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind. Vielleicht mal noch einen Untertitel drunter. Hillholder hat da mit drin, elektrische Parkbremse, bla bla bla. Also ja, alles, also, sag mal, wie sind da schließlich mit X5? Ja. So, wenn da mal kurz aufmachst, noch kurz, Blick rein. Hier kann ich denn, wenn ich in Holland bin, meine 47 Stangen Zigaretten verstecken vom Zoll. So, nee, auch ein großes Fach. Also wer eine Armauflage mal hatte, der will sie auch nicht mehr missen. Genau. Das ist sowieso mit drin. Und man fühlt sich wie so ein Handschuh oder hier drin, oder? Das heißt, ja, also das man sitzt richtig, eins. Genau. Man sitzt 1A. Also Fahrkomfort, Raumgefühl, alles einfach vereint. Auch das Luxuriöse bringt das Fahrzeug mit sich. Also das ist, wie gesagt, so eins meiner Lieblingsfahrzeuge, das wir anbieten, der X5 und ja. X7 Interieur gleich, oder? Ist relativ ähnlich, gleich. Also gerade Interiorleistung und so weiter ist alles so identisch. Komm, schnell raus, wir machen Abmoderation. Batterie geht leer. Habe schon lange nicht mehr so lange gefilmt, aber es ist ein tolles Auto, es war es wert. Wir haben vieles gezeigt. Tobi Diehl. Ich glaube, den Nachnamen Diehl werde ich mir noch merken. So ist es der BMW X5 X-Drive 40D mit einem 3 Liter V6. Nee. Genau, 6 Zylinder. 6 Zylinder, ist es V oder Reihe? Was haben die hier drin? Das sind eine Reihe, ja. Reihe 6 Zylinder. So, und da haben wir es drin. Und dann Sportpakete und. Kostet 100.330. Da hättet ihr ja noch die 331 Euro hättet ihr nachlassen können. Da wäre 99.999 gewesen. Können wir noch drüber reden, ja. Wenn der deutsche Staat irgendwas einführt, ab 100.000 zahlt man mehr Steuern, da würdet ihr es hinkriegen. Ja, genau. Okay, super. So, Kraftstoffverbrauch, wir haben schon gezeigt, 6 Liter und ziemlich geil, A+, also das kann sich sehen lassen. Und das Ganze gibt es ja noch für die Leute mit Benzinmotor und Hybrid, also das ist möglich. Und ich bedanke mich, in welchem Euler-Betrieb sind wir denn? In Kaiserslautern, im Neuwagenzentrum am Opelkreisel 28a. Ja, und zwar gegenüber von Nutzfahrzeuge Mercedes-Benz. Die Kollegen auch ganz tolle Firma, muss man sagen. Auch eine tolle Marke. Passt auch zusammen, muss ich sagen. Vom Look and Feel her Mercedes, BMW. Mhm. Win-Win-Situation, würde ich schon sagen, oder? Das heißt? Ja, kennt man ja. Konkurrenz belebt das Geschäft. Jeder, der bei Mercedes auf den Hof geht, sieht, dass wir hier sind. Und andersrum ist es genauso. Passt schon, ja. So, dein Arbeitsplatz, wo ist er? Ganz vorne, der erste. Sag mal, komm, da gehen wir kurz noch hin. Batterie haben noch 1%, das schaffen wir. Wenn es gleich ausgeht, wisst ihr, Akku war leer. So, und das heißt, alle Kollegen haben hier so Kojen. Ist das gut oder ist das zu laut manchmal? Es kommt immer drauf an, wenn viel Traffic ist, kann es auch mal ein bisschen laut werden, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, ist das alles relativ gut durchdacht. Wie gesagt, das ist auch dieses CI von BMW so angedacht, dass man eben die Verkäufer... Ihr seid nahbar, ihr seid nicht abgesperrt irgendwo, genau. Ja. Ist aber so, Datenschutz wird eingehalten, das heißt, ihr habt eigene Kabinen, wenn ihr mal hier ein Finanzierungsgespräch führen müsst oder so. Genau, wir haben auch nochmal ein separates Büro, wo wir uns zurückziehen können, wenn es um die finanziellen Dinge geht. Ansonsten ist hier im Prinzip alles komplett für uns, ja, alles da, was man braucht. Ihr habt sogar einen PC. Vielen Dank, 15. Januar 2021 und jetzt ist er wirklich leer, der Akku. Tschüss, Tobi. Ciao.